Hallo, mein Name ist Georg Helbing. Wir haben hier eine Metzgerei in Zweibrücken am Fassener Rehberg. Wir stellen unsere ganze Wurst, stellen wir selber her. Und das macht uns eigentlich hauptsächlich aus. Wir kaufen keine Produkte zu. Das heißt, alles, was Sie hier sehen, ist ausgemacht. Die Metzgerei gibt es jetzt schon seit längerer Zeit. In unserem Fall sind es 40 Jahre. Das heißt, ich habe die ganze Metzgerei, habe ich 1995 übernommen von meinem Vater. Der hat sie vorher von dem Arthur Kennerknecht, was ein Zweibrücker Original war, hat er sie dann übernommen. Unsere Spezialitäten sind viele kleine Sachen, die alle spezifisch von uns selber entwickelt wurden, wie zum Beispiel eine Mango-Ingwer-Leberwurst, ein Zweibrücker Rosenschinken, ein Cheese-and-Onion-Fleischkäse, also lauter kleine Spezialitäten, die wirklich ganz speziell im Geschmack sind. Und des Zweiten ist eigentlich so, dass wir traditionell auch arbeiten. Das heißt, bei uns wird die Wurst noch so hergestellt wie früher. Das heißt, direkt nach dem Schlachten wird die Hausmacher gemacht, also wie bei ihrer Hausschlachtung, dass das Zeug warm verarbeitet wird und dass es dementsprechend halt besonders schmeckt. Ja, die Dosen stellen wir auch alles selber her. Das wird gefüllt mit klassisch Leberwurst, Blutwurst, alle möglichen Hausmacher-Varianten. Alle möglichen Aufschnittvarianten, unter anderem stellen wir auch selber Bratensachen her. Das heißt, es wird ein Gulasch, wird zum Beispiel hier im Haus gebraten, wird abgefüllt, wird die Dose wird verschlossen und dann dementsprechend noch nachgekocht. Das heißt, wenn jemand ein Single-Haushalt ist, dass es sich dann immer dementsprechend eine Dose aufmachen kann und dann trotzdem Hausmacherkost hat.